Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es gibt positive, schöne, gute Nachrichten, und zwar Linton Miner und auch Davy Selke haben heute am Mannschaftstraining teilgenommen. Anscheinend haben sie keine Probleme mehr. Linton mit dem Rücken und Davy ja anscheinend ja mit seinem Ober- oder Unterschenkel bezüglich der Muskulatur, weil der Muskel wohl halt immer zumacht. Allerdings, da machen wir nochmal keinen Haken dran, dass er komplett fit ist für das kommende Heimspiel gegen Wolfsburg. Allerdings, wenn er heute schon wieder mitmachen konnte und wenn sein Körper oder der Muskel etc. bis morgen nicht reagiert, dann sollte er eigentlich dosiert passend gut trainieren können, um dann halt dann auch wesentlich fitter zu sein, um gegen Wolfsburg dann halt auch bestehen zu können, ne, oder länger auf dem Platz stehen zu können, als jetzt, wie es in Osnabrück oder beim BVB der Fall war. Linton, wie gesagt, seine Rückenprobleme scheinen jetzt überwunden zu sein. Hoffen wir mal, dass er dann jetzt auch zumindest so weit wieder spielfit wird, dass er eine Alternative für die Bank wird und eine Option, um von der Bank kommen zu können. Das wäre natürlich schon enorm wichtig. Ali Du hat natürlich heute auch beim Training mitgemischt. Ja, es gab halt viel Spaß, ja, viel Freude, denn nach der dann doch durchweg guten und positiven Leistung in Dortmund kann man eigentlich auch ja mit breiter Brust und weiter verstärkt nach vorne schauen. Und ja, mit den Alternativen, die wir jetzt haben, zumindest Meiner von der Bank, Selke, ja, in der Startelf denn sehr wahrscheinlich, aber auch mit Kainz, Waldschmidt und mit Ali Du und Carstensen haben wir dann halt auch ja Qualität und halt auch wieder gewisse Geschwindigkeit im Spielaufbau oder im Spiel selber. Das ist ja sehr gut. Falls Ljubicic mit Martel wieder auf der Doppel-6 agieren sollten, ist das auch super. Ich befürchte aber, dass Baumgart ja wieder offensiv agieren wird und will, sodass wir dann sogar am kommenden Wochenende ja wieder mit Raute spielen werden und mit Doppelspitze und so weiter und so fort. Halte ich nichts von, ich befürchte es aber gut, das ist noch Zukunftsmusik. Kleiner Reminder, denn Steffen Tigges wird ja jetzt auch so langsam immer mehr fitter und spielfit, weil wir uns jetzt alle über Adamian und so und Co. aufregen. Ich weniger, andere schon wieder ein bisschen mehr. Aber sollte Tigges dann jetzt demnächst halt auch wieder eingesetzt werden, dann regen wir uns eigentlich wieder über ganz andere Themen auf. Das nur mal als Erinnerung. Das ist jetzt kein Hate auf Tigges, aber Baumgart setzt ja viel auf den Jungen. Ja, das wird unser Spiel automatisch dann wieder eh schlechter machen, wenn der da wieder vorne rumtouren sollte. Wobei, er läuft ja nicht mal vorne im Sturm rum, sondern er weicht da wieder auf die Außen aus. Verliert jeden Zweikampf gefühlt. Ja, mir graut es eigentlich schon davor. Aber gut, was soll's. Hoffen wir mal, dass jetzt die Jungs, die alle jetzt da sind, gesund sind und fit sind, dass sie sich ja im Training weiter machen, weiter Gas geben, weiterentwickeln. Dass gerade die neueren Leute wie Carstensen, Christensen oder jetzt auch Ali Du, dass sie sich im Training dann halt anbieten und sich halt dann auch ja schon mit ihren, ja, mit den Mitspielern halt dann festspielen, zusammenspielen, dass das halt nicht stockt innerhalb der Spiele am Wochenende, sondern dass man sich da jetzt schnell eingroovt und findet. Beispielsweise Carstensen, der das von 0 auf 100 bislang perfekt gemacht. Siehe die Testspiele gegen Nord und Ajax, aber jetzt auch gegen Osnabrück und beim BVB, als ob der schon ewig bei uns spielt. Und das hoffe ich mir natürlich auch von Ali Du. Gleich ist er natürlich auch mit Linton Meiner, dass er natürlich auch selber sofort wieder reinkommt und dass es halt auch keine Startprobleme geben wird. Allerdings muss ich auch was anderes Kritisches sagen, jetzt nicht nur über Tigges, sondern auch über Kainz zum Beispiel. Ich weiß nicht, was das, wie das zusammenhängt, warum der Bursche so gut wie nie durchspielt und immer nur so 60, 70 Minuten spielt und dann ausgewechselt wird. Weiß ich nicht. Der spielt ja noch nicht mal 80 Minuten und wird dann irgendwie platt ausgewechselt. Jetzt gegen Dortmund war er es ja mit Waldschmidt, glaube ich, die um die, weiß ich nicht, 60. plus 66. herum ausgewechselt worden sind. Verbessert mich gerne, aber ich fand jetzt nicht, dass sie derartig platt waren. Kainz war gegen Osnabrück sehr schlecht, sag ich mal. Unglücklich. Flanken waren okay, Standards waren okay. Aber Dribblings, Zweikämpfe waren halt sehr schlecht und dass er da nicht eigentlich schon zur Halbzeit ausgewechselt worden ist, hat mich gewundert, sondern erst später. Aber was steckt dahinter, dass Kainz tendenziell so gut wie nie ein Spiel mit über 90 Minuten bestreitet? Ich verstehe es nicht. Vielleicht habt ihr eine Lösung oder eine Meinung dazu. Da bin ich ja gerne ja, ganz Ohr und höre dazu, was da eure These ist, weil ich kann es mir nicht erklären, ne? Aber wie gesagt, mit Meiner als Alternative wieder von der Bank.
Ali Du jetzt neu mit Carstensen, Waldschmidt, ja, und Kainz natürlich selber, haben wir natürlich ja, gute Optionen, um im Spiel nach vorne weiterhin ja, flexibel zu sein, zu bleiben. Und wenn von hinten Ljubicic und Martial auch nachrücken, dann ja, haben wir eigentlich ein super Mittelfeld, ne? Wenn die Jungs dann natürlich ihr bestes Spiel abrufen können. Ja, aber wie gesagt, gegen Wolfsburg, es wird ein anderes Spiel, ein schwereres Spiel, nicht unbedingt, vom Papier her sowieso nicht, aber Wolfsburg kommt halt auch mit dem Sieg im Rücken. Kann auch sein, dass sie wieder vielleicht viel tief stehen, auf Konter gehen, ja, und dann halt uns erstmal machen lassen. Und wenn sie dann halt dann selber in Führung gehen, dann sind sie halt dann auch wirklich ja nicht einfach zu bespielen. Und wir tun uns halt auch immer irgendwie ein bisschen schwer gegen Wolfsburg, zumindest zu Hause, habe ich den Eindruck. In Wolfsburg sehen wir meistens dann eher besser aus. Aber gut, ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass wir mit der ganzen Truppe, die wir jetzt am Start haben und die, die jetzt wieder rankommen, Uth und Thielmann mal ausgeblendet, aber besonders halt jetzt Selke und Meiner, wenn die jetzt im Spiel fitter werden oder ohne Blessuren, ohne Wehwehchen dann halt agieren können, ja, dann haben wir halt auch mit den Fans im Rücken dann halt auch eine Chance, das Spiel auf jeden Fall dann für uns zu entscheiden. Wenn wir denn unsere Chancen nutzen, die Chancen verwerten, dann haben wir sowieso gegen jeden Gegner eine Chance. Siehe jetzt auch in Dortmund oder dann, wenn sie dann halt auch kommen, Leverkusen, Leipzig, Bayern, meinetwegen auch Gladbach im Derby und so weiter und so fort. Vor allen Dingen auch jetzt nach Wolfsburg zu Hause müssen wir, glaube ich, nach Frankfurt und dann kommt nach, also ja, zu uns nach Köln ins Rhein-Energiestadion die TSG aus Hoffenheim und gegen die, ja gut, letzte Saison sah das ganz gut aus, aber tendenziell sehen wir gegen die ja ein bisschen blöder aus. Ganz so schlecht sind die auch nicht aufgestellt. Also wir sollten denn jetzt schon zusehen, dass wir denn jetzt gegen Wolfsburg den punkten. Und ich freue mich halt einfach mit Carstensen, mit Ali Du, wenn er jetzt echt Bock hat, so wie er es gesagt hat bei der Begrüßung, dann können wir uns da eigentlich auf jemanden freuen. Für mich, so habe ich es dann nochmal im letzten Video, als der Deal fix gemacht worden ist, im Kommentarbereich geschrieben, dass er in der Bringschuld ist, denn er hat uns damals abgesagt, letzte Saison, aufgrund des Geldes. So, Geld alleine heißt nicht, dass du dann halt auch spielst. Bei Frankfurt hast du fast gar nicht gespielt und bei uns wirst du viel spielen. Also zeig es uns auch, dass du was drauf hast und lass uns mit dir zusammen eine erfolgreiche Saison spielen. Ob du danach bei uns bleibst oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Aber wenn du das spielen kannst, was du kannst, was in dir steckst, dann werden wir viel Freude an dir haben und du selber auch am Fußball. Da ist es erstmal zweitrangig, ob du hier ein bisschen weniger Geld verdienst als in Frankfurt. Ne? Denn Geld alleine ist nicht alles. Ne? Aber gut, gucken wir jetzt mal und hoffen wir, dass die Jungs halt gut trainieren werden bis zum Heimspiel gegen Wolfsburg. Und dann, ja, wie Baumgart das auch schon vorher gesagt hat, auch vor dem Osnabrück-Spiel, vor dem Dortmund-Spiel, uns muss man erstmal schlagen. Gut, die Dortmunder haben es jetzt bekanntlicherweise geschafft. Die wissen aber selber nicht wie. Sei jetzt mal dahingestellt, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir gegen Wolfsburg eine sehr hohe Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Zumindest nicht zu verlieren. Dazu gehört aber dann halt auch die guten Chancen, die uns herausspielen, dann auch verwerten. Ne? Natürlich kommt auch ein bisschen Glück dazu. Ja, aber ich denke mal, das haben wir dann auch jetzt auf unserer Seite und wir müssen uns halt nicht verstecken. Allerdings sind die Wolfsburger gerade im 1 gegen 1 oder sie haben halt viele individuelle Klasse. Da muss man dann halt schon aufpassen. Und dann darf halt auch nicht gleich direkt wieder irgendwie der erste Angriff von denen natürlich sitzen, sodass wir wieder irgendwie 0-1 hinterherlaufen. Ne? Gut, positiv, Selke und Meiner im Training, ohne Beschwerden, Stand heute, Ali Du auch dabei, passt. Ich freue mich auf die weiteren Tage und wenn es dann wieder was Neues gibt, melde ich mich. Also, bis dahin, haut rein, lasst es euch gut gehen, habt noch einen schönen Tag, tschüss.